Schönen guten Tag. Ich würde gerne nochmal eine Beispielaufgabe zum Thema Cache durchrechnen. Auch diese Beispielaufgabe kommt wieder aus dem Buch Rechner, Organisation und Entwurf. Diesmal geht es darum, die Anzahl der Bits in einem Cache zu bestimmen. Und die Frage, die in dem genannten Buch drin steht, ist diese hier. Wie viele Bits braucht man insgesamt für einen direkt abgebildeten Cache mit 16 Kilobyte Daten und 4 Wortblöcken bei 32-Bit-Adressen? Um die Frage zu verstehen, markieren wir uns mal die wichtigen Sachen. Erstmal die Frage, wie viele Bits braucht man? Weil es nachher bestimmt wichtig werden könnte, merken wir brauchen Bits. Wir wollen es in Bits angeben. Was brauchen wir noch? Wir haben einen direkt abgebildeten Cache. Was das für uns erstmal bedeutet, ist, dass es einfacher wird. Wir brauchen uns nicht über komische Begriffe wie Set oder sowas Gedanken zu machen. Was haben wir noch? Wir haben 16 Kilobyte Daten. Und wir haben 4 Wortblöcke und wir haben 32-Bit-Adressen. So, was können wir jetzt schon ablesen? Wir wissen, die Frage lautet, wie viele Bits braucht man? Wir können sie natürlich noch nicht beantworten, aber wir wissen, 16 Kilobyte Daten, hier diese 16 Kilobyte Daten, die sind auf jeden Fall im Cache drin. Das heißt, wir haben zumindest mal mehr als 16 Kilobyte an Bits, die dann im Cache drin stehen. Gut, dann gehen wir mal auf die nächste Seite. Ich habe mal diese markierten Sachen alle so stichpunktartig hier oben reingeschrieben. Übrigens, der direkt abgebildete Cache wird auf Englisch Direct Map genannt. Und das ist aber dann ansonsten weiter nicht mehr wichtig. Um die Frage jetzt weiter beantworten zu können, müssen wir uns überlegen, was muss eigentlich berechnet werden. Was wir eben gesehen haben, ist, wir haben 16 Kilobyte an Daten. Die schreibe ich mal hier hin. Wieso habe ich eigentlich einen roten Stift? Wir machen einfach weiter. Was ist noch im Cache? Der Cache ist ja nicht nur die Daten. Wie wir aus vorigen Videos kennen, gibt es auch noch hier irgendwie eine Adresse. Adresse. Ich mache nur ADR rein. Und hier gibt es auch noch irgendwelche Bits. So. Gut, das heißt, die Daten haben wir schon berechnet. Da machen wir mal einen Pfeil rein. Am besten mit Grün. Die sind schon fertig. Wir wissen, das sind 16 Kilobyte. Das ist ein echt grelles Grün. 16 Kilobyte an Daten. Gut, das heißt, was wir jetzt noch berechnen müssen, ist, wie viele Bits wir für die Adressen brauchen und wie viele Bits wir für die Bits brauchen. Hier steht jetzt nur Bits drin. Konkret heißt das, ist das das Valid Bit. Ich schreibe es mal dazu. Hier, das soll ein Punkt sein. Das Valid Bit. Und hier handelt es sich um die Adressen der Daten. Ich will darauf später nochmal eingehen, um meinen Fallstrick sozusagen nochmal, um auf meinen Fallstrick einzugehen. Gut, dann überlegen wir uns erstmal, weil die Bits einfacher sind, wie berechnen wir jetzt die Anzahl der Bits? Ein Valid Bit ist für einen Eintrag im Cache. Und ein Eintrag ist ein Block-Eintrag. Wir nennen ihn ein Block-Eintrag. Was wir jetzt wissen aus unserer Frage eben, dass wir pro Block 4 Words haben. Das heißt, wir haben hier einen Block im Cache. Und da sind vier Words drin. So, ich mache hier auch das mal so. Und 4 Words. Ich sehe schon, der Platz wird nicht reichen. Wir müssen nachher auf der nächsten Folie weiterschreiben. Aber kein Problem. Gut, für diesen einen Block haben wir also ein Valid Bit. Ich mache hier auch mal so einen Punkt und so einen Pfeil dran. Ein einziges Valid Bit ist hier. Das heißt, die Frage ist, wie viele von den Blocks... das war falsch. Wie viele von den Blocks haben wir? Weil die Blocks, ich mache das hier auch nochmal gerade weg. Nee, mache ich doch nicht. Wir überlegen uns einfach, dass die Blocks einfach da drunter stehen. So, wir haben jetzt hier ein paar Blocks. So, und dann geht es auch noch weiter. Kriege ich das irgendwie hier noch so rein? Ja, sehr gut. Das heißt, wenn das unser erster Block ist, das ist unser zweiter Block, das ist der dritte, dann der wievielte ist das hier eigentlich? Und das ist eigentlich gar nicht so schwer rauszufinden. Weil wir wissen ja, wir haben 16 Kilobyte an Daten. Das heißt, wenn man alle diese Blocks zusammenrechnet, so, das sind 16 Kilobyte an Daten. Gut, dann überlegen wir uns als nächstes, wie viel, hier stehen 4 Words drin, wie viel Daten stehen hier drin? Weil wir müssen im Grunde nur rechnen, wir haben 16 Kilobyte, durch die Anzahl, die in einem drin stehen, da wissen wir, wie viele es sind. Das ist, glaube ich, Dreisatz oder sowas nennt man das, keine Ahnung. Gut, jetzt müssen wir wissen, wie viel ist ein Word. Ist in der Aufgabe nicht angegeben und das ist eigentlich sehr schlecht für die Aufgabe. Aber wir merken uns, oder wir machen das jetzt einfach mal so, dass ein Word 32 Bit hat. Das kann von Prozessor zu Prozessor unterschieden werden und ein
Ja, das wird einfach unterschieden. So. Aber im Regelfall, also auch für die Uni-Aufgaben, kann man von 32 Bit pro Word ausgehen. Pro Word. Ich versuche ein bisschen englische Pronunciation reinzukriegen. Ja, wir lassen die englischen Begriffe einfach weg. So, das bedeutet, dass hier stehen 32 Bit drin. Und hier auch. Und hier auch. Und hier auch. Wir wissen auch, 32 Bit ist dasselbe wie 4 Byte. Wenn man das teilt, dann findet man das raus. Gut, das bedeutet, wir haben hier 4 Byte, hier haben wir 4 Byte, hier und hier. Wenn man das jetzt alles zusammenrechnet, dann kommt man darauf, dass ein Block hat 4, 8, 12, 16, 16 Bytes. So, 16 Byte. Es wird echt eng mit dem Platz, muss ich sagen. So, und jetzt ist die Rechnung von eben, die wir hatten, diese 16 Kilobyte. Ich schreibe es mal hier hin. 16 Kilobyte. Kilobyte. Geteilt durch die Anzahl, die in einen einzigen Block reingeht. Nämlich 16 Byte. Ups. So. Ist gleich genau das hier. So, dann gucken wir uns das jetzt an. Wir sehen, okay, 16 können wir kürzen. Byte können wir kürzen. Was bleibt übrig? Ein K. Super. Ist das jetzt ein K hier oder was? Ja, natürlich nicht. Naja, mehr oder weniger schon. Ich mache das hier mal wieder weg. So. Ein K sind 1024. Soll ich das aufschreiben? Nee, ich lasse es mal. Ich schreibe es nur hier hin. So, 1024. Weil natürlich, also wir wissen ja, dass im Rechner dieses, das ist alles mit der Zweierpotenz, deswegen ist ein Kilo ist zwar eigentlich 1000, aber im Rechner ist es 1024. Und deswegen wissen wir jetzt, es gibt hier 1024 Blöcke. Das ist ein sehr wichtiges Wissen. Denn jetzt können wir sagen, wir sehen hier das Valid Bit. Wir wissen, dass das Valid Bit genauso oft da ist, wie wir Blöcke haben. Das heißt, 1024 mal haben wir ein Valid Bit, das heißt mal 1. Das Ergebnis, ich wechsle wieder die Farbe, ist, dass wir hier 1000, oh, das ist echt eng. 1024 Bit. So, ich schreibe es als Bit rein. So, das heißt, das hier haben wir auch berechnet. Ist das ein Haken? Ja. Okay, als nächstes müssen wir uns überlegen, wie viele Bits brauchen wir für die Adresse. Da müssen wir jetzt doch mal ein neues Blatt Papier aufschlagen. Und wenn wir eh ein neues Blatt Papier haben, können wir auch mal die Textfarbe wechseln. Gut, ich male es nochmal hin, damit wir uns das besser angucken können. So, wir haben jetzt hier einen Block und wir haben jetzt hier noch einen Block und wir haben jetzt hier noch einen Block. Und dann haben wir hier ganz viele Blöcke dazwischen und dann haben wir hier unseren Block. Oh, ja. 1024. Das ist unser erster Block, das ist unser zweiter Block, das ist unser dritter Block. Jetzt müssen wir wissen, wie viele. Erstmal müssen wir wissen, was wollen wir eigentlich adressieren. Wir haben keine Sets, wir haben einen Direct Map Cache. Deswegen können wir das alles vergessen. Das heißt, alles, was wir erstmal adressieren wollen, ist ein Block. Ganz genau, ein Block. So, jetzt wollen wir wissen, wie viele Bits brauchen wir, um 1024 Blöcke zu adressieren. Wer jetzt hier nicht ganz mitkommt, der sollte sich das Video mit der Nummer, steht da Nummer 1 vorne dran? Ich weiß es gar nicht. Das Video vor diesem hier angucken. Und ich verlinke es einfach hier nochmal, wenn ich dran denke. Da ist es noch mal ein bisschen genauer mit dem Durchrechnen. So, wir brauchen für 1024 verschiedene Adressen 10 Bits. Das wissen wir. Das heißt, 10 Bits führen zu 1024 Adressen. Gut, jetzt noch mal, was können wir mit diesen 10 Bits, mit diesen 1024 Adressen überhaupt adressieren oder machen? Okay, wir können sagen, wollen wir hier hin? Wollen wir diesen Block haben? Oder wollen wir hier hin? Wollen wir diesen Block haben? Wollen wir irgendeinen hier in der Mitte haben? Oder wollen wir vielleicht sogar den letzten haben? Das ist das, was wir mit diesen 10 Adressen, mit diesen 10 Bits ansprechen. Gut, wir wechseln wieder die Farbe. Gut, aber wenn wir uns jetzt hier nochmal so einen Block angucken, ich male den jetzt nochmal groß hin. Tschum, 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 tschum. So, dann steht da ja ganz viel drin. Wir wissen, ich gehe nochmal zurück von unserem vorigen, 4 Words pro Block. Gut, das übertragen wir mal hier rein. Wir haben. Wir teilen das mal in zwei Double Words und dann haben wir hier so ein. So. Das heißt, wir haben 4 Words.
Was auch hier an dieser, in dieser Aufgabe nicht dabei stand, ist, was ist eigentlich die kleinste Einheit, die wir adressieren können? Das steht oft nicht in den Aufgaben. In diesem Fall, also ich kenne natürlich die Lösung, gehen wir davon aus, dass wir Byte adressieren können. Das heißt, in einem dieser Words sind nochmal, ich mache hier mal so eine gestrichelte Linie rein, 4 Byte drin. Warum 4 Bytes? Ich gehe nochmal zurück. Weil, muss ich noch eins zurückgehen? Nein, genau, hier. Weil wir haben ja vorher festgelegt, dass ein Word 32 Bit hat. Haben wir auch festgelegt, stand auch nicht in der Aufgabe. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus. So, das heißt, wir haben hier 4 Byte. Das heißt, wir müssen hier 4 verschiedene Adressen für haben. Genau. Und auch hierfür haben wir auch 4 verschiedene Adressen. Warum? Weil wir haben ja auch hier 1, 2, 3, 4 Words. Oder man kann natürlich auch sagen, wir haben hier, weil das ja 4 Words sind und a 4 Byte, könnte man auch sagen, das sind 16 Byte. Und deswegen brauchen wir auch 16 Adressen. Auch hier wieder nur abgekürzt. Und jetzt müssen wir wissen, wie hier oben, 1024 Adressen, braucht man 10 Bits zum Adressieren. Für 16 Adressen braucht man, oh, jetzt ist der Pfeil zu lang, ich mache ihn nochmal. Dabei wollte ich doch echt schwungvoll jetzt rüberkommen. Für 16 Adressen brauchen wir 4 Bits. So. Im Grunde die ersten 2 Bits, um zu sagen, will ich hier hin, ich wechsle die Farbe, will ich hier hin, will ich hier hin, will ich hier hin oder hier hin. Und die nächsten 2 Bits brauchen wir dann, will ich hier hin, hier hin oder hier hin. Und deswegen eben 4 Bits insgesamt. Gut. Und das ist eine extrem wichtige Information, die wir jetzt haben. Gut. Das heißt, wir wissen, wir brauchen 4 Bits für die, ich sag mal, für das Offset, also für innerhalb des Blocks, und wir brauchen 10 Bits für die Blockauswahl. Kriege ich das hier irgendwie noch reingeschnöselt? Ich nehme mal blau. Ist ja die Spracheingabe hier. So, wir gehen jetzt davon aus, das ist unsere 32-Bit-Adresse. 32-Bit-Adresse. Warum 32-Bit? Weil ein Word hat. Nein, stimmt nicht. Das ist das Falsche gewesen. Weil wir eine 32-Bit-Adressierung haben. Gut, und wir wissen davon jetzt, dass die ersten. Oder dass 4 Bits. Könnte ja auch hinten sein. Ist ja beliebig. Wobei eigentlich nicht. Naja, jedenfalls, hier stehen 4 Bits drin. Dann haben wir noch einen Raum hier. Das sind die 10. Die kommen hier rein. Hier stehen 10 Bits drin. Das heißt, wir können jetzt hier sagen, die restlichen 32 minus 14, was sind das? 18 Bit. So, das heißt, dieser Teil geht für die Adressi des, für den Block, für innerhalb des Blocks und das Cache Tag. Das kommt jetzt, ich glaube, der Begriff ist in diesem Video das erste Mal. Einfach die anderen Videos angucken und dann findet ihr raus, was das Cache Tag eigentlich ist. Wir gehen mal auf die nächste Folie, die weiß ist. Ich zeichne dann kurz nach. So, ich habe es mal vorgezeichnet, damit es nicht so lange dauert. So. So, und jetzt kommt der Fallstrick, von dem ich vorhin mal erzählt hatte. Ich habe wieder eine neue Farbe. So, was ist jetzt hier was? Gut, wir haben also jetzt, ich male hier nochmal einen Block hin, ich male nochmal ein paar mehr Blöcke hin. Oh Mann, ich habe so viele DIN A4 Seiten nur verbraucht, um dieses Papier zu, um dieses Problem zu lösen. Okay, ich finde meine Sprache wieder. Gut, so. Dieser Teil hier, das ist mein Fallstrick, das ist unglaublich wichtig, finde ich. Dieser Teil, ich hoffe, man sieht das schwarz nach oben. Dieser Teil adressiert einen Teil in unseren Daten. Also das sind jetzt unsere Cache-Blöcke und die sind dann nochmal geteilt in, oh, jetzt, das war ein bisschen klein. Machen wir mal so hier. In die Words und in die Bytes. Wir können das eigentlich hier, wir können die Bytes, müssten wir jetzt 16 Stück einteilen. So, ich habe es nicht aufgezählt, aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt, dieser Teil adressiert diesen Teil. Und das, ich will es jetzt mal nicht mit virtuellen Adressen oder sowas verrückt machen. Wir gehen jetzt mal davon aus, das ist jetzt die physikalische Adresse. Das bedeutet, das ist ganz wichtig, das bedeutet, dass hier diese Adresse ist irgendwo 0, 0. Also, diese Adresse, ich meine natürlich, diese Adresse. Die ist 0, 0. Und ich hätte echt auf der linken Seite anfangen sollen. Und diese Adresse hier ist 1000. Warum eigentlich 1?
Warum 1, 0, 0, 0, 0? Ah, Moment. Ah, da fehlt eine 0. Ich mach's nochmal neu. So, warum eigentlich 0, 0, 0, 0? Weil wir wissen ja, 4 Bits sind für innerhalb des Blocks. Das heißt, die ersten 4 Bits, wenn ich wieder an der Startadresse bin, verändern sich nicht. Und dieser Block ist eben genau diese 1 hier, weil ich 1 nach unten gegangen bin. Und dann hätten wir jetzt als nächstes, wenn wir hier drauf zeigen wollten, hätten wir auch wieder 0, 0, 0, 0, 0. Und hier vorne hätten wir entsprechend eine 2 in Binär, ist dann, lasst mich nicht lügen, 1, 0. Das ist wichtig. Das heißt, dieser Block zeigt schon physikalisch hier drauf. Das heißt, dieser ganze Teil hier steht überhaupt nicht im Cache drin. Ich habe es wieder weggemacht, weil es unglaublich grausam aussah. Dieser Teil steht nicht im Cache drin. Er steht ja schon indirekt in der Adresse drin. Er braucht ja nicht vermerkt werden. Und jetzt kommt dieses Tag zum Einsatz. Ich wechsle wieder die Farbe. So, das wissen wir ja schon aus dem Aufbauvideo des Caches, dass ein Block immer mit dem Tag adressiert wird. So. Und dieses Tag hat 18 Bit. So. Und der Rest ist eigentlich ganz einfach, weil wir wissen, ein Tag hat 18 Bit. Das heißt, ein Block braucht 18 Bit zur genauen Identifizierung. Also 18 Bit im Tag zur genauen Identifizierung. Das ist wichtig. Das heißt, wir müssen auch wieder rechnen, einfach nur Anzahl der Blocks. Boah, okay, das war Englisch. Anzahl der Blöcke. Anzahl der Blöcke, ist das hier eine Raute? Ja. Geteilt? Nein, nicht geteilt. Mal. Nicht geteilt, mal 18 Bit. So, was haben wir ausgerechnet? Wir haben, ich gehe nochmal zurück. Noch eins zurück. Oh, wir waren echt weit vorne. Hier waren wir. Wir haben hier ausgerechnet, 1024 Blöcke haben wir. Das heißt, ich gehe wieder nach vorne. Das heißt, hier steht 1024. Jetzt kann ich auch echt groß schreiben und dann ist es viel einfacher mit der Maus. Mal 18. Und das ergibt 18.252 Bit. So, übrigens, wir reden nicht über Bier. Gut, dann wissen wir jetzt, dass dieses Tag-Bit, dass dieser Tag-Teil diese Anzahl von Bits hat. Das können wir einfach mal wieder vorne eintragen. Gut, ich habe es mal hingeschrieben, während dem Video anhalten. Und dann haben wir auch diesen Teil erledigt. Und ich möchte hier nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ich gehe nochmal nach vorne. Oh, hier hin. Wieso ich das hier, was mein Fallstrick war. Und zwar habe ich damit gerechnet, dass die ganze, weil ich habe gedacht, wir haben ja 32-Bit-Adressierung, dann haben wir 16 Kilobyte Daten, wir haben das eine hier, das eine Valid-Bit, können wir mal hier hingehen, wir haben das eine Valid-Bit, wir haben hier 16 Kilobyte Daten und wir haben 32-Bit-Adressierung, also kommen hier locker 32-Bit rein, das heißt, wir müssen einfach nur 32-Bit mal die Anzahl der Blöcke rechnen. Ist aber falsch und deswegen habe ich das eben nochmal so besprochen. Wo habe ich denn das hingemalt? Oh, egal, ach hier, genau. Weil ein Teil, dieser Teil, diese 14 Bit, die stehen ja schon indirekt hier in der Adresse drin. Die sind ja da schon sozusagen rein encodiert. Und das heißt, es bleiben nur noch diese 16 Bit, die noch zusätzlich im Cache gespeichert werden müssen. Und das ist einfach der wichtige Fallstrick, den man hier beachten sollte. Gut, und dann können wir das ja einfach mal, ich gehe wieder zurück hier, können wir das ja einfach mal ausrechnen. Ich glaube, das brauchen wir alles nicht mehr. Ich radiere das mal weg. Wollt ihr das sehen, wie ich es wegradiere? Wahrscheinlich nicht, gell? Gut, jetzt rechnen wir einfach mal. 18, sollte ich die Farbe wechseln? Ja, sollte ich. Ich habe jetzt ein bisschen zu viel hingeschrieben, ich wollte es nicht nochmal schreiben. Gut, wir haben jetzt für die Adresse, für das Cache-Tag haben wir 18.000, ich mache hier mal einen Punkt hin, 18.252 Bit. Und wir haben für das Valid-Bit 1024 Bit. Und hier haben wir 16 Kilobyte, das können wir nicht einfach so hinschreiben. Ich möchte hier gerne auch das als Bit ausrechnen. Weil wir wollen ja auch als Ergebnis, ich gehe nochmal zurück, die Frage ist ja, wie viele Bits man braucht und nicht wie viele Kilobytes oder Kilobits oder so. Also die Frage ist Bits. So, das heißt, wir müssen die 16 Kilobyte jetzt erstmal in Bit umrechnen. Wie machen wir das? Wir müssen erstmal rausfinden, wie viele Bytes sind eigentlich 16 Kilobytes. Wieso müssen wir das rausfinden? Ich mache parallel dazu mal den Rechner an. Warum müssen wir das rausfinden? Weil ja 1 Kilo nicht 1000 sind, sondern 1024. So, da ich das auch nicht aus dem Kopf weiß, rechne ich das jetzt mal Stück für Stück durch. So, wir rechnen es mal hoch. Und wenn wir jetzt 16 Kilobytes hätten, dann hätten wir eigentlich 16.384 Bytes. Gut. Und das sind immer noch Bytes. Wir wollen die ja in Bits haben. Das heißt, wir rechnen diese Bytes nochmal mal 8. Weil ein Byte ist ja 8 Bit. So, und jetzt fügen wir das da mal ein. So, hat doch prima geklappt. Mit Video anhalten und so. Gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Und rechnen das einfach mal aus. Ich mache das mal ein bisschen schneller, damit ihr nicht warten müsst.
Und wenn wir das durchrechnen und mit der Musterlösung vergleichen, stelle ich fest, ich gehe nochmal nach hier, stelle ich fest, dass ich hier aus irgendeinem Grund einen Fehler gemacht habe. Das sind gar nicht 18252, sondern das sind 18432 Bit. So, und das rechnen wir jetzt nochmal durch. 150.528 Bit. So, und das ist auch die Lösung zu unserer Aufgabe. Denn die Frage war ja, wie viele Bits braucht man insgesamt? Gut, dann noch kurz als Anmerkung. Falls irgendjemand auch dieselbe Aufgabe sieht oder sowas, als Lösung ist in meinem Buch nämlich 100, 74, 47 Kilobits angegeben. Kriege ich das jetzt hier gezeichnet blind? Boah, ist das kein K. So. Das ist aber dasselbe, wenn man das umrechnet von Kilobits in Bits. Weil in dem Kilo steht ja nicht 1000, sondern 1024. Ist wieder so ein bisschen verquer. Gut, als zweite Zahl möchte ich noch angeben eine 161.792. Das war meine erste Rechnung, da hatte ich einen Fehler gemacht. Das ist, wenn man statt 18 Bit hier vorne für das Tag die 32 Bit verwendet, ist also falsch. Das ist übrigens auch richtig. So, und das war im Grunde die Lösung der Aufgabe. Ja, dann vielen Dank.